So, weiter geht's in Sonic 4 Episode 1. Ich weiß jetzt auch, wie man den Endboss besiegt. Ich habe eben gerade mal geguckt. Und ja, im Grunde genommen ist es so simpel und ziemlich ärgerlich, dass wir es eben nicht geschafft haben. Ja, wir müssen dafür aber mal zusehen, dass wir mal ein paar Ringe behalten. So, okay. Ich zeige euch auch gleich, wie man ihn zum Schluss besiegt. Es ist sowas von simpel, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ist eigentlich ein Wunder. Und ziemlich ärgerlich. Wir müssen nur gucken, dass wir halt unsere drei Ringe, die wir da haben, dass wir die auch behalten. So, das dürfte auch schon fast reichen, um ihn langsam so gut zu verletzen, dass er bald kaputt genug ist. Ja, das ist eigentlich gerade ziemlich ungünstig. Obwohl, wir haben es eigentlich gut überstanden. So, schieß deinen Arm raus, genau. So, und jetzt geht's nämlich hier weiter. Wir müssen so gucken, dass er jetzt zurückkommt und dass wir dann hier schnell genug weg sind. Schieß deinen Arm raus. Genau. Ja, ungünstig. Ungünstig, sehr ungünstig. So, jetzt schießt er schon mit seinen Energiebällen. Das heißt, er ist kurz davor aufzugeben. Ja, und wir müssen gucken, dass wir diesmal nicht wieder verkacken wie letztes Mal. Ja, und wir haben es geschafft. Wunderbar. Das heißt, wir rennen jetzt los und boah, komm endlich zu Hause an. Wunderbar. Wo das Zuhause doch unser Ziel ist. Ich glaube, das gab auch einen Erfolg, wenn man im Abspann alle Ringe sammelt. Ich glaube, den habe ich aber schon.
So, und wir gehen auf erneut versuchen. Sammle alle Chaos Emeralds. Das kriegen wir hin. Wir brauchen noch den vierten haben wir, den fünften, sechsten und siebten brauchen wir noch. So, okay. Du kannst nun die X-Station Zone wählen. Okay, das wollen wir aber gar nicht. Wir schauen jetzt lieber mal. Haben wir diesen Level nicht schon geschafft? Haben wir. Haben wir. Also werden wir zurück zur Levelwahl gehen. Wir müssen nämlich jetzt zusehen, dass wir die anderen Bonus-Level noch freischalten, weil wir können sie momentan nicht auswählen. Okay. Das heißt für uns, werden hier mal schauen, dass wir hier mal alle Ringe kriegen. Beziehungsweise mehr als 50 Stück. So, okay. Dann gehen wir auch am besten hier oben lang. So, 60 Ringe hätten wir schon mal. 66. Und, scheiße, wir haben einen Großteil unserer Ringe wieder verloren. Ach, das ist nicht nett. Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. So ist besser. Haben wir das? Moment. So. Da bin ich dann auch wieder. Ja, schön. Ich hoffe, wir kommen dann gleich am Ziel an. Ja, dann starten wir mal in den nächsten Bonus-Level. Und nicht anders zu erwarten. Wir haben ein extra Leben dazu gewonnen. Okay. Ach ja. Ach Gott. So. Wir müssen nämlich gucken, dass wir hier nicht zu sehr durch diese Dinger hier gestoppt werden, weil diese Bälle, die erscheinen meistens erst, wenn du da durchfliegst. So, ich muss jetzt gucken, dass ich hier mal ordentlich Ringe sammle, damit ich hier verkacke.
Ach, okay, dann versuchen wir es noch einmal. Gut, dann... Machen wir es nochmal. Muss doch schaffbar sein, eigentlich. So, hier durch, da hoch. Ach ja, stimmt. Da war ja was. So, die sammeln wir mit ein. Die sammeln wir natürlich auch wieder ein, soweit wir können. Ach Gott. So, und dann versuchen wir es noch einmal. Muss doch schaffbar sein. Immerhin haben wir noch ein extra Leben dazu gewonnen. So. Ach, verdammt. So, wir probieren es hier jetzt noch einmal. Erneut versuchen. Ich will mir keinen einzigen Fehler erlauben. Großartig. Noch einmal. Ja, da ist der zweite Durchgang irgendwie doch noch ein bisschen schlechter als der erste. Okay. Okay, jetzt müssen wir zusehen, dass wir schnell sind, weil wir haben hier irgendwie zwei Zeitblasen übersehen. Sind dann auch noch hier gelandet. Scheiße. Ja, klasse. Ich glaube, das können wir eigentlich schon vergessen. Ja, das können wir vergessen. Also wir versuchen es noch einmal. So, noch einmal. So, so, so.
Hauptsache, wir kommen hier zeitig durch und müssen uns da keine Gedanken machen, dass wir hier irgendwie von der Zeit her total verkacken. Ja, jetzt haben wir wieder zwei Stück übersehen und müssen wieder schauen. Ja, toll, Freude. Geh mir nicht auf den Sack hier. 14, das können wir niemals schaffen. Das schaffen wir nicht. Okay, noch einmal. Noch einmal, würde ich sagen. So, okay. Wir müssen nur schnell sein. Und schnell ist gerade nicht unsere Stärke. Puh. So, okay. Das heißt... Nein! Ach, verdammt. Lass mich hier durch. Danke. Okay, wir hängen hier fest. Zwei Stück wieder übersehen. Das schaffen wir nie. Das schaffen wir nie und nimmer. So, wir müssen hier durch. Okay. Scheiße. Noch einmal. Das kann sich nur noch um Stunden handeln. Langsam werde ich auch so richtig hippelig. Das ist immer, wenn ich irgendwas unbedingt schaffen will und schaff's dann nicht. Und oh, das ist schlimm. So. Okay. Ja, es war klar, dass ich hier wieder durchfalle. Okay, jetzt sind wir hier ganz durchgefallen. Ja, coole Sache. Wir werden jetzt hier wieder übel verkacken. Haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Gott sei Dank! Oh, zum Kotzen! Das ist auch von Sega richtig knifflig gemacht. Also ich find's gut. Aber andererseits, ist es auch ganz schön nervig. So, Kartenstraße. Hier schaffen wir's diesmal auch. Okay. Ist ja nicht so schlimm, dass wir jetzt so lange gebraucht haben. Also ich sag mal, die beiden schwierigsten kommen ja eh erst noch, also... Wir können ja das Let's Play auch ruhig unnötig in die Länge ziehen, also von daher... Was soll der Geiz? Was soll's? Thank you.
Dann machen wir eben die Kartenstraße noch einmal. So, okay, dann haben wir auch nur noch zwei Chaos Emeralds, die uns fehlen. Und dann haben wir das Spiel auch so gut wie vervollständigt. Zumindest von der Story her und vom Hauptinhalt her. Es gibt halt noch so viele Sachen, die man noch mehr machen kann zusätzlich. Aber das lassen wir sein, weil das wäre dann doch zu komplex, da jeden einzelnen Erfolg zu kriegen und dann auch noch diverse Sachen zu machen, wie zum Beispiel jedes Level in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Das ist teilweise gar nicht zu schaffen und das ist halt eben so eine Sache. So. Ich weiß, das reicht eigentlich. Wir haben den Level auch schon durchgespielt, aber ihr wisst ja, wie ich da immer bin. Ich muss ja immer jede Mülltonne mitnehmen und ist leider einer meiner Angewohnheiten. Das habe ich nun mal so drauf. Ja, schauen wir mal, dass wir hier nicht wieder verkacken. Okay, wenn man vom Teufel spricht, dann ist er auch gleich in der Nähe. Ich glaube, das reicht auch. So. Tja, und schon wieder tot. Ja, das reicht auch. Okay. ...58 haben wir jetzt. Ich hoffe mal, wir verlieren nicht noch irgendwo einen Ring. Okay. Haben wir ja gerade so Glück gehabt, ne? Und sind schon wieder im nächsten Bonuslevel. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal. Bin ja mal gespannt, ob wir es schaffen. Ich denke, wir müssen hier durch. Ja, wir müssen nämlich immer weiter nach innen. Und werden natürlich auch zusehen, dass wir
immer weiter nach innen gelangen. Gewittert das draußen schon wieder? Habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Wollte ja eigentlich gerne noch weiter aufnehmen. So. Die Kugel nehmen wir mit. Die Kugel nehmen wir auch mit. Die andere 5-Sekunden-Kugel brauchen wir nicht, weil bis wir die erreicht haben. Ja, Kristall Nummer 6 ist eingesammelt. So, jetzt fehlt nur noch ein einziger. Casino Chaos, genau. Dann machen wir das jetzt nochmal eben schnell. So, supi. Und einmal hoch. Dahin. Das dürfte jetzt auch eigentlich wesentlich schneller gehen als vorher. Ahahaha. Dieser Fehler passiert mir auch irgendwie immer wieder, aber egal. So, jetzt hüpf, hüpf, hüpf. Mein Igelchen. Ja, das ist auch eine schöne Abkürzung, weil sonst müsstest du nämlich komplett außenrum. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, in den Casino-Levels gibt es ja unheimlich viel Ausbeute an Ringen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Hier ist doch gar nichts mehr. Genau, dann müssen wir nämlich hier rüber. Ach, guck mal, die haben wir vorhin ja gar nicht gesehen. So, hier müssen wir irgendwo hoch. Komisch.
Noch einmal. Muss doch eigentlich gehen, dass wir da hochkommen. Noch einmal. So. Ja, wir müssen da rüber. Verdammt nochmal. Und diesmal schaffen wir es auch. Wunderbar. Ist doch richtig so, ne? Ja. Okay. So, letzter Bonuslevel. Ah, hier dürfen wir nicht rein. Gut, wir müssen nämlich gucken, dass wir so viele Ringe wie möglich sammeln. Und aufpassen, dass wir nicht in eins der zahlreichen Ziele fallen. Wenn das passiert, ist das natürlich ziemlich ungünstig. Nee. Wir probieren es einfach. Wir schaffen das schon. So, okay. Dann sammeln wir die 15 Sekunden halb da ein. Sekunden, okay. Wow. Dann machen wir das diesmal als erstes hier und werden einfach mal schauen. Thank you.
So, okay. Ja, da müssten wir ja eigentlich gleich soweit durch sein. Dann kommt die nächste Seite dran. Die haben wir hier. Ich finde, wir sollten den Weg hier sowieso mal nehmen. So. Okay. Und das war das Signal. Wir können endlich in die Mitte und sammeln uns den letzten Chaos Emerald. Wunderbar. Du kannst dich nun in Super Sonic verwandeln. Ich kann euch das nächstes Mal nochmal zeigen, wenn in der nächsten Aufnahmesession. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss, liebe Leute. Schön, dass ihr zugesehen habt. Und ich freue mich, wenn ihr bei Sonic 4 Episode 2 auch wieder dabei seid. Ciao!